Nimm das, Lido. Nimm das. Südsonne gehört wieder uns. Wunderbar. Die Stadt, die wir verloren hatten, gleich zum Auftakt dieses barbarischen Feldzuges, den Dido, die Herrscherin der Phönizier, mit ihrer Bande von Wegelagerern und Tagedieben, da hatte sie uns mit dieser Bande gleich zu Beginn des Krieges die Stadt abgenommen. Entsatz eilte zwar hin, kamen wir nicht mehr rechtzeitig an, eine Stadtmauer war im Bau, konnte nicht vollendet werden. Der Bau und ratzfatz haben diese Krieger die Stadt eingenommen. Und ich, Hand aufs Herz, ich glaube etlichen von euch ist da doch da, das Herz in die Hose gerutscht, oder? Mir auch ein bisschen, gestehe ich ganz offen. Mittlerweile haben wir in einem Zwei-Fronten-Krieg uns ganz gut behauptet. Eher hatten wir gedacht, wir könnten Pest schnell einnehmen, dieser vorgelagerte Posten, Außenposten, den die Ungarn mit ihrem Rabenkönig hier hingestellt haben. Überraschenderweise ist es genau umgekehrt. Dort ist der schnelle Vormarsch von uns gebremst worden, wir wurden zurückgedrängt. Und Dido dagegen wiederum, da konnten wir gut in die Offensive gehen, ihr die Stadt wieder abnehmen und versuchen jetzt mal gleich ein kleines Blutbad unter den Kriegern hier anzurichten. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wisst ja schon, dass ich stückchenweise, das habt ihr mitbekommen, immer stückchenweise Features erkläre oder Völker und Zivilisationen auch erkläre. Nicht alles gleich zu Beginn, aber auch nicht alles erst am Ende oder gar nicht, sondern immer so jede Folge ein bisschen. Und diesmal würde ich euch gerne etwas über die Phönizier zeigen und erklären, wie die genau funktionieren. Es geht nicht um jeden Detailbonus, aber die Grundidee und wie die sich äußert, wie diese Idee sich äußert, das würde ich euch gerne näher bringen. Das finde ich nämlich richtig spannend. Bei Dido hatten die Entwickler im Kopf, dass die Phönizier von einer starken Hauptstadt ausgehend, die an der Küste liegt, ganz schnell ein Netzwerk von kleinen Küstenstädten errichten können, die sich auch dort halten können, wo sie direkt vor den Toren von anderen Zivilisationen liegen. Die Phönizier, historisch ja eine Händlernation oder eine Händlerzivilisation, die vom östlichen Mittelmeerraum aus in den Westen das ganze Mittelmeer und dessen Küsten entlang expandierte. Und das versuchen die ein bisschen abzubilden, nachzubilden, die Entwickler. Das heißt konkret, dass der spielmechanische Schlüssel dafür ist der Koton, geschrieben mit TH in der Mitte, Koton, Koton. Das ist das Gebäude oder der Bezirk, der bei den Phöniziern den Hafen ersetzt. Den kann man in der Hälfte der üblichen Zeit bauen, was wirklich sehr schnell ist. Und der hat eine Reihe von coolen Boni. Und zwar alle Schiffe und alle Siedler auch, die man in einer Stadt baut, in der ein Koton drin ist, diese Produktionen laufen 50% schneller ab. Das ist echt heftig. Irgendwo eine Stadt hingegründet, ein Koton schnell erzeugt, ist preiswert zu bauen. Ihr könnt von diesem neuen Knotennetzwerkpunkt aus euch schnell weiterentwickeln, euch schneller weiter expandieren. Schiffe innerhalb der Stadtgrenzen, wo ein Koton steht, regenerieren komplett in einer Runde. Wenn ich das richtig verstehe, ich habe es nicht ausprobiert, aber der Hilfetext erklärt das eigentlich eindeutig, dann regenerieren die komplett binnen einer Runde, auch dann, wenn die Schiffe eine Aktion durchführen, einen Feind angreifen oder sich bewegen, was auch immer. Das ist schon sehr, sehr cool. Dann haben die ein einzigartiges Schiff, die Bireme, ein frühes Schiff, ersetzt die Galeere, ist ein bisschen stärker, ist ein bisschen schneller. Und wenn man viele Biremen baut, dann schützen die den Handel. Stichwort Handelsnation, Handelszivilisation über Wasserstraßen. Das heißt, alle eigenen Händlereinheiten, die maximal 4 Geländefelder von einer solchen Bireme entfernt sind, können nicht geplündert werden. Wenn sie sich auf dem Wasser befinden, die Händler, also wenn sie wirklich auf den Schutz durch die Biremen vertrauen. Dann haben die noch eine andere Möglichkeit, auch an den Koton geknüpft. Wenn ihr eine Stadt baut mit einem Koton, woanders, also nicht in der Hauptstadt, sondern den Koton woanders errichtet, dann könnt ihr später, wenn ihr das möchtet, eure Hauptstadt verlegen. Das ist einzigartig. Ihr könnt die Hauptstadt verlegen in diese andere Stadt, wo ein Koton ist, indem ihr dort ein Projekt, das so heißt, also was weiß ich, Hauptstadtverlagerungsprojekt oder wie auch immer, aussucht, da Produktionspunkte reinsteckt und dann ein paar Runden ist dann dort die Hauptstadt mit ihren Boni, die sie hat und mit all ihren Möglichkeiten. Und noch eine weitere Sache, die an diese Idee ranknüpft, eine starke Stadt in der Mitte und viele Kleinststädte über Wasser, über die Küsten entlang, wie so ein Netzwerkknoten. Zweiter Punkt, der daran anschließt, der Regierungsplatz, den man ja bauen kann, nicht bauen muss in der Hauptstadt, den kann man auch woanders bauen, der wird verstärkt. Nämlich immer dann, wenn man einen Regierungsplatzbezirk baut oder dort eines der Gebäude draufsetzt, bekommt man eine weitere Handelswegkapazität drauf. Also kann eine weitere Handelsroute bauen, wenn man dann einen Händler entsprechend auch nachbaut. Und all diese Gebäude auf den Regierungsplätzen, also innerhalb
Die Gebäude, die man auf diesen Bezirk draufsetzt, die entstehen in viel schnellerer Zeit. Man hat 50% Produktionsbonus, wenn man diese Gebäude baut. Das ist so das Wichtigste in Summe und das finde ich deshalb sehr schön, weil das ist nicht so zerfasert, sondern wenn man sich da so ein bisschen reindenkt an die Boni, die die Entwickler da gemacht haben, dann sieht man richtig so ein Profil. Die Entwickler haben sich richtig was bei gedacht. Die haben die historische Idee hinter dieser Fraktion der Phönizier umgesetzt in Spielmechaniken und haben das stimmig miteinander vernetzt. Und das gefällt mir. Das ist echt schön. Und ihr wisst ja, wir haben Jotta Civilization Live, den großen Livestream, am 16.02., an dem Samstag, 2 Tage nach Release. Und in München ist zusammen mit 2K, 2K Games, der deutsche Publisher, die deutsche Fraktion von denen und unsere Community, die WB-Community, richten dieses Event gemeinsam aus. Ein Multiplayer-Showmatch vor Ort in München, in den heiligen Hallen des Publishers. 7 Leute aus unserer Community und ich reisen an, auf Kosten von 2K und werden da vor Ort ein Multiplayer-Match für euch machen. Wird ab 19 Uhr gestreamt, vermutlich bin ich ein bisschen früher sogar schon online. Da machen auch einige unserer Moderatoren mit, Zucker zum Beispiel und Teppich und Chipmunk kommt, kennt ihr doch von meinen Livestreams. Chippy aus der Schweiz kommt da extra angereist und 4 unserer Mäzene machen auch mit, aber zu denen später noch was. Und ich liebäugle halt mit dem Gedanken, doch selber die Phönizier zu spielen oder, falls sie mir das nicht erlauben, die schon mal vorab zu spielen bei den Livestreams, die ich selber mache vor Release. Die werden sein am 11., am 12. und am 13. Februar, Montag, Dienstag, Mittwoch vor Release ab, jeweils ab 19.30 Uhr hier live auf YouTube und auch auf Twitch. Da werden wir live eine zweite Partie zocken mit Gathering Storm, nämlich diese, und ich denke, ich werde die Phönizier spielen, weil ich die halt so cool finde. Okay, jetzt aber weiter. Jetzt habe ich mich genug hier reingeredet. Also manchmal entbrennt in mir auch ein bisschen Begeisterung für solche coole Ideen einfach. Wir sind hier rund um Südsonne, die Stadt, die wir eingenommen haben. Den können wir upgraden oder angreifen. Wir wollen vorher mal schauen, dass wir mit dem Bogenschützen, der ist auch ein Upgrade möglich. Der Beschuss bringt wenig. Mit denen hier könnten wir auch angreifen, bringt auch wenig. Die haben 2 Einheiten zurückgezogen, einen lassen sie vorgezogen, postieren die vorgezogen, entschuldigt bitte. Ich ziehe das mal durch mit den Upgrades. Das machen wir. Wir machen das sogar so. Wir ziehen mit ihm ein Stückchen vor, hierhin. Er kann auch noch ein Upgrade machen, er aber nicht, ne? Nein. Mit ihm ziehen wir hier hin, dem Feinde entgegen, mit ihm dorthin. Wir bauen hier so einen richtigen Halbkreis auf von Bogenschützen, deren Feuer auf die niedergehen kann, und 2 Nahkämpfern, die dann nachsetzen könnten. Bei ihm holen wir uns die Beförderung. Fernkampfstärke gegen Landeinheiten erhöhte Salve. Und bei ihm, ihn lassen wir erstmal hier stehen. Oder wir ziehen ihn vor, weil dann kann er hier angreifen. Sonst kann er hier nämlich nicht angreifen. Das kann er erst, wenn er ein Stückchen vorzieht. Sollen wir das machen? Ich mache das mal. Ich ziehe ihn mal hierhin vor. Weil dann müssen wir uns keine Gedanken machen, dass der Schleuderschütze eventuell hier hinzieht und dann auf ihn feuert. Das geht dann nicht. Da bleibt er. Und mit ihm hier, mit ihm verpassen wir auch die Beförderung. Nahkampfstärke gegen Nah- und Fernkampfeinheiten erhöht. Schlachtruf, Attacke! Und ja, so sieht's aus. Und mit dem Krieger ziehen wir runter und ihn wollen wir ja, in 2 Runden wird das möglich sein, zu einem Schwertkämpfer machen. Dann haben wir genug Eisen innerhalb der Grenzen von Südsonne. So, und er hat noch 2 Aktionen. Wir haben einen Bauernhof hier gebaut. Und wollen hier oben noch einen bauen und hier eventuell noch einen. Hier, Moment, lass mich mal überlegen, wo ist er denn? Da war doch noch ein Handwerker, wo ist der zweite denn? Das ist der erste und der zweite ist hier unten, alles klar. Da habe ich gerade vor lauter Buttons, die ich hier auf die Karte gesetzt habe, vor lauter Karten, Nadelkärtchen, habe ich den gar nicht gesehen. Mit dem könnten wir runterziehen, der hat noch 2 Aktionen und hier unten anschließen. Insgesamt brauchen wir noch 4 Bauernhöfe. 2 gebaut, 4 brauchen wir noch für den Feudalismus. Einer soll hier entstehen, der ist klar, hier entstehen, entschuldigt, hier vorne.
Dann bleiben noch drei übrig, einer da oben, dann bleiben noch zwei übrig, dann bauen wir noch einen eventuell hierhin und dann fehlt uns noch ein letzter und den könnten wir auf dieses Feld setzen oder auf dieses hier. Oder wir beziehen den runter und machen beide hier unten. Dann ziehe ich mit ihm mal hier hin. In der nächsten Runde breche ich das wieder ab, das machen wir lieber gleich manuell. Mit ihm, mit seinen beiden Aktionen, ihn ziehe ich hier oben hin. Eine Runde weiter. Ah, jetzt ist interessant. Sie bietet uns Frieden an und bietet uns jede Menge diplomatische Gunst dafür an. 10 Stück, ein Gold für 30 Runden. Pferde, die wir nicht brauchen, die nehmen wir aber gerne mit. Das ist okay. Ich würde mir sehr gerne statt den Pferden... Ein Pferdevorkommen ist okay. Dann sammeln wir über Zeit Pferde an, ohne dass wir ein Pferdevorkommen haben. Können irgendwann mit den angesparten Vorkommen... uns, obwohl wir kein Pferdevorkommen innerhalb unserer Grenzen haben, doch noch Einheiten kaufen. Das ist doch ein hübscher Gedanke, oder? Das gefällt mir. Das machen wir. Nehmen wir an. Weil wir haben kein Ziel vor Augen, das wir angreifen wollen, keine Stadt, die wir einnehmen wollen. Und ja, außerdem, wenn ich das richtig im Kopf habe, gilt das, erzeugt auch das Ablehnen von Friedensverhandlungen Groll. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber so habe ich das zumindest im Kopf. Also es ist zumindest pauschal so, wenn man die Anfrage der anderen Zivilisation ignoriert oder ablehnt. Also solche Anfragen wie, bau bei uns, was machen deine Truppen bei uns an der Grenze, willst du uns angreifen oder wegschicken? Wenn man darauf nicht reagiert. Oder so Sachen wie, bauen, willst zieh deine Siedler ab, bau nicht bei uns Städte. Wenn man mit diesen Forderungen schlecht umgeht, dann entwickeln die Groll gegen einen. Oder wenn man was verspricht in dem Zusammenhang und man erfüllt das nicht, dann verursacht das noch mehr Groll. Das auf jeden Fall. Was übrigens auch so ist, das hatte ich, glaube ich, bei der ersten Grollerklärung noch nicht hinzugefügt, in Friedenszeiten, wir werden ja gleich Frieden haben, wird der Groll wieder sich abbauen allmählich. Im Moment schnell, in späteren Zeitaltern langsamer, also anscheinend scheint es irgendwie gekoppelt zu sein an den Kalender, also an den realen Kalender. Später vergeht die Zeit ja eigentlich langsamer, weil weniger Jahre zwischen den Runden liegen. Irgendwie muss der Mechanismus da übernommen werden. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie das ist mit diesen Kriegsgeschichten. Kann auch sein, dass ich das gerade erfinde. Aber wir akzeptieren das. Wir sind im Frieden mit ihr. Die einen nennen es Magie, die anderen Maschinen. Damit können wir auf den Bau des Katapultes verzichten. Aquädukt für uns jetzt möglich. Brauchen wir auch in einer unserer Stadt, die wir noch umbenennen müssen. Und Machu Picchu ist baubar. Und das ist gerade für uns Inka. Das ist ja ein Inka-Wunder auch, der Machu Picchu, oder? Ja, der gehört jetzt, der ist von der Inka-Fraktion, von der Inka-Zivilisation damals gebaut worden. Diese Stadt in den Bergen, die so spät entdeckt worden ist. Berggeländefelder bieten einen Standard-Nachbarschaftsbonus für Handelszentrums, Theaterplatz und Industriegebiete drumherum. Und wie immer bin ich so oft bei der deutschen Übersetzung nicht sicher, gilt das für die Stadt hier oder gilt das reichsweit? Ich mutmaße reichsweit, weil sonst wäre das kläglich. Sonst würde das ja nur 3 von diesen Bezirken betreffen. Und die Bezirke stehen hier im Plural, also es müsste eigentlich reichsweit treffen, gelten. Und da wir viel neben solchen Bergen auch was bauen werden, könnte das schon ein cooles Wunder für uns sein. Nächste Forschung für uns. Wir produzieren ja wenig Forschungspunkte. Weniger als alle anderen. Wenn ihr euch das hier mal anschaut... Oh, stimmt nicht mehr. Mittlerweile haben wir aufgeholt. Das kommt daher, weil wir mehr Bevölkerungspunkte haben, auch nach der Eroberung der Stadt. Und Bevölkerung produziert ja auch Forschung, nicht nur die Forschungsgebäude. Also Mansa Musa weniger. Nee, Wissenschaft berundet, das geht nach der Anzahl der Techs. 11 Techs bei uns und 10 Techs bei denen. Da wollte ich auch drauf hinaus. Ich wollte nämlich, deshalb wollte ich das mit den Handelsbezirken gerade anklicken. Wir tricksen ja. Wir haben relativ wenig Wissenschaftspunkte, aber wir spielen clever bei den Boosts. Wir schalten Boosts bewusst frei und erforschen meistens, nicht immer, aber meistens Text erst dann, wenn wir einen Boost haben. Und dadurch kommen wir schneller mit gleich vielen, also mit weniger Wissenschaftspunkten, eigentlich fast schon gleich schnell voran im Forschungsbaum wie die anderen Zivilisationen. Deshalb sollte man eigentlich auf die Anzahl der Texts gucken, nicht auf die Anzahl der Wissenschaftspunkte. Und danach ist das jetzt auch hier sortiert, neuerdings. Vorher war das, glaube ich, sortiert nach der Anzahl der Wissenschaft pro Rundepunkt, bin mir da aber nicht ganz sicher. Und ihr seht, Dido liegt auch nur unwesentlich vorne. Bei der Anzahl der Texts nur 2,
Bei den Wissenschaftspunkten allerdings ein paar mehr. Also wir gehen hier rein und machen das aus dem Grund mit der Währung. Handelsbezirke dann baubar und den Boost haben wir schon. Das lockt mich. Sehr verlockend sind natürlich die Maschinen. Den Bonus haben wir, aber das dauert sehr lange. Da können wir die Armbrustschützen bauen, können unsere Bogenschützen zu denen befördern. Das wird uns sehr, sehr stark machen. Und man braucht auch kein Eisen für die Armbrustschützen. Und das ist unsere spezifische Einheit, die bei uns den Plänkler ersetzt. Warakak. So lese ich das vor. Warakak. Klingt ein bisschen komisch, ne? Aber ich vermute, es wird so ausgesprochen. Die Einheit ist im Fernkampf stärker als der Plänkler. Und, das finde ich besonders gut, hat einen extra Angriff pro Runde. Das ist unsere Spezialeinheit. Und wir können Sägewerke bauen. Und dieses Wunder hier noch bauen. Das gab es vorher schon. Kilwa Kisivani, das ist vor allem für Gesandte interessant. Ja, das ist sehr verlockend. Den Bonus haben wir auch. Wir brauchen ewig und drei Tage dafür. Und ich würde erstmal gern, wir haben ja auch so mächtige Handelsrouten. Ich würde erstmal darauf gehen. Das geht fix und schnell. Wir haben Frieden mit der Dido. Hier brauchen wir Wohnraum. Das wussten wir vorher schon. Aber alles gut so. Wir können das hier auch wegmachen. Dann haben wir in nur 8 Runden den nächsten Bürger. Das finde ich eigentlich gut. So, dann können wir in aller Ruhe hier runterziehen. Mit dem Kollegen ziehen wir hier hoch. Jetzt sind wir ein bisschen entlastet, was den Frieden mit Ihnen hier betrifft. Wir können uns fragen, ob er auch bereit wäre, der Ungarn mit uns Frieden zu schließen, weil es sieht da doch mau aus. Es sieht so aus, als würden wir Pest nicht kriegen können. Wir könnten jetzt alle unsere Truppen natürlich hochziehen und diesen Krieg in die Länge ziehen, aber das wollen wir gar nicht unbedingt. Also viele von euch haben zwar gepostet, Mensch, WB, nimm doch Pest ein, die Stadt hat zwar nichts, aber dann verbarrikadieren wir das, aber extra deswegen den Krieg jetzt so hinauszögern? Weiß ich nicht. Muss doch nicht sein, oder? Wie sieht's aus mit dem Friedensschluss? Immer noch nicht. Wir sollen Geld dafür geben, weniger als zuvor, aber immer noch. Er erkennt langsam an, dass wir uns gut geschlagen haben. Lass uns noch ein bisschen Zeit und warten ab, dass er uns einen guten Vorschlag bringt. Und unseren Schwertkämpfer, den ziehen wir jetzt mal nach oben ab. Wie kommen wir mit ihm am schnellsten hier hin? Unten rum, okay. Lassen wir hier drin. Schade, dass wir hier noch keine Straßenverbindung haben. Holen wir uns jetzt mal endlich die Beförderung. Der ist befördert. Mit dem geht es hier hoch. Hier rum soll schneller sein. Ach, echt? Was ist denn das für ein obskurer Weg, den die da anzeigen? Was soll denn das bedeuten? Das ist doch völlig affig. Vielleicht, weil das mit dem Weg hier kollidiert. Ich weiß es nicht. Nee, da haben wir doch keine eingestellt. Also das ist mir jetzt ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Ein Bogenschützen reicht unten, den ziehen wir hoch. Der ist aber noch nicht ausgebrochen hier. Sollen wir trotzdem, wir sind ja ausgeheilt, wir ziehen hier mal rüber. Die Ungarn würden uns eventuell den Siedlungsplatz wegschnappen, aber das ist der attraktivere. Ich traue mich mal. Der hält hier weiter aus. Jetzt müssen wir ein bisschen pokern. Wir haben noch nicht die Möglichkeit mit dem Schwertkämpfer. Ich würde ihn gerne nach links locken und nicht nach rechts. Wir könnten natürlich hier hinziehen. Da haben wir ein bisschen Deckung, er muss über den Fluss und so weiter. Aber ich würde ihn eigentlich lieber nach links locken. Das fände ich cooler. Und vielleicht machen wir das sogar so. Wir ziehen ihn eins hier hin. Können nicht mehr auf ihn feuern. Ach, weil wir ihn nicht mehr sehen. Hügel und Wald. Okay, das ist dann klar. Dann ziehen wir hier rein.
Ihn lassen wir hier mal stehen, falls der von hier kommt. Eine Runde weiter. So, da kommt er und zieht in welche Richtung gar nicht. Er bleibt hinter dem Fluss kleben. Hier tauschen wir die Plätze. Und jetzt können wir auch das Upgrade durchführen auf einen unserer Krieger zu einem Schwertkämpfer. Da kommt der nächste Bauernhof drauf. Wir gründen die neue Stadt. Das ist echt riskant hier, Leute. Das ist definitiv riskant. Sausa ist die erste Siedlung auf dem Kontinent Kalaharia. Zwei Zeitalterpunkte. Oder wie der kultivierte, zivilisierte Zivar zu sagen pflegt, zwei Zeitarbeiterpunkte. In Sausa bauen wir das Monument, bauen wir die Stadtmauer. Ich tendiere dazu, dass das ist ja hier echt sehr exponiert. Wer weiß, wer von oben kommt. Barbaren oder man weiß es nicht. Die Ungarn sind auch in der Nähe. Ich neige dazu, die Stadtmauern zu bauen und später im Spiel das Monument zu kaufen, wenn wir genug Gold dafür haben. Das müssten 240 sein, glaube ich. Ja, ist leider sehr schwer lesbar, aber so müsste es hinkommen. Wohnraum genug. Wir sind an einem Fluss und wenn ihr euch mal anschaut, wo die Bürger arbeiten. Ja, das Programm holt sich hier den Wissenschaftspunkt, aber ich möchte lieber hier hin. Und hier in Südsonne zieht der Handwerker hier runter, genau. Ja, also sie kann ja nicht sofort den Krieg wieder erklären. Ich ziehe die Truppen, sie werden definitiv oben gebraucht. Das ist glasklar. Geht's links rum schneller? Der wird jetzt geradeaus durchziehen. Also das ist mir echt ein Rätsel hier. Der bleibt erstmal hier. Moment, das hier ist ein Hügel. Der bleibt erstmal da stehen. Nochmal eine Runde weiter. Da zieht er an uns heran. Der Streitwagen greift uns an. Der Bogenschütze überlebt da, steht auf einem Hügel. Gute Defensive, er war schon geschwächt durch den Beschuss. Und gleich werden wir die nächste Einheit killen. Irgendwo gibt es angeblich Barbaren. Wo die sind, wen sie von uns bedrohen, schauen wir uns mal auf Tag der nächsten Folge an. Das war mal wieder eine Frühstücksfolge. Und die nächste kommt am Mittag. Ich wünsche euch was. Einen guten Tag, kommt gut rein in diesen Dienstag, falls ihr hier aktuell das Let's Play verfolgt. Ganz liebe Grüße. Tschüss.